Hast du dich jemals über Leberreinigung informiert und dich gefragt, ob es wirklich deinem Körper hilft oder nur ein modernes Ammenmärchen ist? Wie entscheidend ist die Leberfunktion für unsere allgemeine Gesundheit und was können wir tun, um sie zu unterstützen? In unserem heutigen Interviewausschnitt nehmen uns Dr. Lulit und Marbon Wunder mit in die spannende Welt der Lebergesundheit. Sie erklären uns, warum es trotz guter Leberwerte der Leber vielleicht nicht gut gehen könnte und warum hier eine Leberreinigung weiterhelfen kann. Möchtest du die Geheimnisse der Leber entschlüsseln und lernen, wie du sie am besten unterstützen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Abonniere hier unseren Kanal, um stets informiert zu bleiben und unsere informativen Beiträge nicht zu verpassen. Und nun freue dich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Lulit und Marbon Wunder. Und sagen wir jetzt mal, ich habe diese klinischen Zeichen, ich leide vielleicht häufig an Kopfschmerzen und sogar Migräne, habe nicht wirklich die beste Haut. Und jetzt lasse ich ein Blutbild machen und sehe, dass meine Leberwerte, also jetzt die gängigen, jetzt die Gamma-GT oder die GPT, GOT und so weiter, schaut eigentlich alles normal aus, ist im Normalbereich. Was könntet ihr den Zuschauern raten? Weil es hat ja klinische Zeichen, aber labordiagnostisch scheint alles okay zu sein. Ja, die Leberwerte, die zeigen eigentlich als Letztes auf. Also ich schaue mir da mal auf jeden Fall den Fettstoffwechsel an. Also deinen Cholesterinspiegel. Die Cholesterinwerte geben auch sehr häufig schon einen Hinweis. Es ist so, dass etwa 95% des Cholesterins, das dein Körper braucht und verwendet, in der Leber auf- und abgebaut wird. Nur ein ganz geringer Teil läuft nicht über die Leber. Also hier ist auch für mich dann schon zum Hinschauen, wenn ich sehe, okay, die Cholesterinspiegel steigen. Das ist ja nicht immer nur eine familiäre Komponente, sondern es ist ja häufig auch eine Schwäche des Stoffwechsels. Die Harnsäure, die erhöht ist, ist für mich auch immer, oder überhaupt die Übersäuerungszeichen, ist für mich auch immer ein Hinweis, weil die Leber ist ein basophiles Organ, wie wir das nennen. Das heißt, sie braucht im Verdauungsapparat basische Verhältnisse. Jetzt ist die chronische Übersäuerung eine Volksseuche geworden, die wirklich schon klinisch immer wieder ein Thema ist und auch immer wieder genannt wird. Wenn das so ist, ist das auch ein Hinweis, dass die Leber ja nicht mehr so super Bedingungen hat und wahrscheinlich nicht mehr so gut arbeiten wird. Also es sind mehrere Laborparameter. Bluthochdruck ist auch ein ganz wichtiger Parameter. Wir sehen das bei den Leberreinigungen, wenn der Körper wieder in die Balance kommt, dann geht der erhöhte Blutdruck wieder in Richtung Normalität. Einerseits wegen der Entgiftung, die Marbon schon angesprochen hat, und wegen des Reinigungseffekts, aber auf der anderen Seite auch, die Leber ist ja auch Hormonzentrale. Und sie ist an ganz vielen Hormonbildungen maßgeblich beteiligt. Unter anderem auch blutdruckregulierenden Hormonen. Und auch hier sehen wir dann diese Wechselwirkungen. Wenn es hier wieder gut funktioniert, dann balanciert sich der Blutdruck auch wieder ein. Also man muss auch den Blutdruck als Parameter mitnehmen. Und so kommen wir dann schon zu einer Reihe von Indizien, wo wir dann letztlich auf die Leber schauen. Wechselbeschwerden, hormonelle Probleme, PMS, all diese Dinge, da hat die Leber ihren Platz oft mittendrin im Zentrum dieses Geschehens. Und unsere Arbeit ist es ja, hier die Wurzel der Beschwerden zu finden, damit wir wirklich im Zentrum dann eben das Problem lösen können. Also man sieht, es ist nicht nur dieses klassische Schubladendenken, es gibt diese definierten Leberwerte, sondern noch viel mehr, weil wir ein geschlossenes System sind, also ein ganzheitliches System und eben nicht nur die einzelnen Organe für sich alleine arbeiten, sondern alles, die ganzen Systeme ineinander greifen. Wie wir jetzt gehört haben, genau. Blutdruck, die Cholesterinwerte, hormonelle Schwankungen, das alles kann uns zeigen, dass die Leber gerade schwächelt und sagt, hilf mir mal bitte, ich brauche etwas. Genau. Ja. Es ist ja auch, du merkst ja, du kannst dein Spielzeug jetzt umdrehen und sagen, überleg mal, wo du überall was verbessern kannst, wenn du deine Leber wieder in den Griff bekommst, oder? Das heißt, all diese Dinge können dann natürlich auch besser werden. Und es ist halt so wirklich zentral. Oft fragen uns Patienten auch, okay, wenn ich noch nicht viel gemacht habe im Bereich Entgiftung oder so im Sinn von Stoffwechselkuren, Ernährungstherapie, und uns fragen, wo soll ich ansetzen? Unsere Antwort ist immer,
wenn du startest und noch nichts gemacht hast, dann fang einfach mal bei der Leber an. Dort hast du den allergrößten Hebel, da wird sich am allermeisten bewegen. Und das macht natürlich auch Spaß, oder? Wenn du sagst, okay, du hängst dich jetzt mal rein, du machst eine Leberkur und du siehst dann solche Effekte, dann bist du richtig motiviert und dann wirst du definitiv auch dranbleiben und das sicherlich auch wiederholen dann. Ja. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Es ist bestimmt auch spannend, dann mal so zu betrachten. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Praxisalltag ist, aber wenn jetzt jemand zum Hausarzt kommt und er hat erhöhte Cholesterinwerte, hier nimmt Statine oder was auch immer. Und dann kommt der nächste Bluthochdruck, hier nimmt Beta-Blocker, was auch immer. Aber eigentlich könnte man ja eher versuchen, erstmal die Leber zu reinigen oder eben zu stärken und dann gucken, hey, verändert sich vielleicht was, bevor man so das Pflaster auf die Wunde klebt, ne? Ist auch ganz spannend, das mal von dem Aspekt zu betrachten. Ja, ganz genau. Und das ist auch das, was wir in der Praxis erleben. Also die Patienten kommen dann auch und wir sehen, das funktioniert auch. Und hier ist eben das, was uns so viel Freude bereitet, also diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir eben Anleitungen haben für die Patienten, die das wirklich selbst auch in die Hand nehmen wollen für die nächsten Jahrzehnte ihres Lebens und sagen, ich möchte ein Werkzeug haben, wo ich mich wirklich gesund erhalten kann. Und da steigen viele dann mit der Leberreinigung ein und bleiben dann auch dabei. Ja. Nun, wenn man nach einer Leberreinigung sucht, also ich sage jetzt mal, Zuschauer sitzen dran und sagen, wow, das hört sich super an, ich will das jetzt mal selber testen, googeln, so jeder, und dann kommen zigtausend verschiedene Leberreinigungen. Das eine ist vielleicht eher so, okay, macht keinen Sinn, die anderen sind vielleicht super toll. Was sind denn angepriesene, sage ich jetzt, Mittel und Methoden, die ihr so im Alltag auch seht, wo ihr sagen würdet, das ist ein klarer Mythos und da sind offensichtlich auch Missverständnisse vorhanden? Also ich glaube, die Leberreinigung hat sich auf alle Fälle entwickelt. Also wenn du so ein bisschen zurückgehst zu den Ursprüngen, für uns war das mal wichtig, wir wollten das mal rausfinden, wie alt ist die Methode eigentlich, der Land, da gehst du eigentlich wirklich ein paar tausend Jahre zurück. Also die Leberreinigung an sich, die Leberpflege, ich glaube, die scheint ja wirklich so alt zu sein wie die Menschheit. Das war einfach immer ein Thema. Also menschlicher Körper und dann irgendwie Jahrzehnte der Ernährung, irgendwann ist mal Leberpflege notwendig. Sogar auch zu einer Zeit, interessanterweise, wo es ja diese ganzen negativen, problematischen Umwelteinflüsse noch gar nicht gab. Auch dort war das schon ein Thema. Und fündig sind wir auf alle Fälle geworden von der Dokumentation her, traditionell chinesische Medizin, sibirische Medizin, da gab es schon die Leberreinigung dokumentiert. Und Leberreinigung, wenn du eine richtige Leberentgiftung, Reinigung machen möchtest, dann ist das eine Methode, wo du die Leber zuerst entlastest und dann provozierst mit einem Cocktail aus Öl und Zitrusfrüchten. Also das ist so der Kern, das ist so der Klassiker rund um die Leberreinigung. Und da gab es einige Entwicklungen. In den 80ern war die Hulda Clark, falls man das schon mal gehört hat, eine Amerikanerin war das, denke ich, die Leberreinigung sehr populär gemacht hat. Danach war es Andreas Moritz, der hier so ein bisschen eine Vorbereitung hineingebracht hat mit Apfelsaft, was leider so ein gewisser Irrtum war. Es hilft nicht wirklich. Die Fructose im Apfel drinnen ist eher hinderlich für die Leber. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann entschieden, okay, wir möchten die Leberreinigung so richtig ins 21. Jahrhundert reinholen. Also mit den Erkenntnissen, die wir in der Medizin heute haben, mit den Möglichkeiten auch von den Hilfsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, einfach einen optimalen Leberreinigungsprozess zu definieren. Und das haben wir dann auch mit unserer Wundermethode gemacht, mit der Wunderleicht-Leberreinigung. Und rausgekommen ist ein 12-tägiger Prozess, wo wir sehr viel Wert legen auf die Vorbereitung, weil darin ja dann auch der Erfolg der Leberreinigung schon definiert wird. Vorbereitung bedeutet, du entlastest, du nimmst mal Stoffe raus oder Lebensmittel raus, die Leber schwächen. Das heißt, du machst mal weniger Fett auch rein in der Vorbereitung, damit die Leber entlastet wird und da schon mal ein bisschen runterregulieren kann von dieser Aufgabe her.
Die Vorbereitung wird bei der Wunderleicht-Methode noch ein bisschen intensiviert. Wir haben dann noch 1,5 Kurzzeitfastentage drinnen. Dort wird das noch ein bisschen verstärkt und dann gibt's die Leberreinigung selbst. Und typischerweise ist es so, die Vorbereitung beginnt am Montag. Das kannst du irrsinnig gut auch neben dem Arbeitsalltag absolvieren, überhaupt kein Problem. Und die Leberreinigung selbst macht man dann von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Also auch nicht notwendig, einen Urlaub zu nehmen. Und bei der Leberreinigung machst du dir halt zunutze. Du hast vorhin entlastet und dann gibt's einen Leberreinigungscocktail, wie wir das nennen. Und das provoziert dann halt so dieses Freispülen der Leber. In der Vorbereitung setzen wir auch manche spezielle Maßnahmen ein, damit sich die Gallengänge ein bisschen schön weiten können. Und dann, wenn du den Lebercocktail trinkst, ist der Effekt jener, du hast jetzt in der Vorbereitungsphase den Körper ein bisschen entwöhnt vom Fett und dann auf einmal gibt's halt eine größere Menge Öl, die verdaut werden soll. Und die Leber kommt dann natürlich in einen sehr intensiven Betrieb hinein. Das heißt, die muss dann auf einmal sehr viel Gallensaft, sehr viel Gallenflüssigkeit produzieren. Und bei dieser starken Produktion, bei dieser starken Nachfrage werden die Gallengänge dann richtig geflutet. Das heißt, so Ablagerungen, die sich dort angesammelt haben, wenn die richtige Vorbereitung stattgefunden hat, die können dann rausgespült werden, wird dann eben von der Leber in den Darm hinein befördert und dann dort ausgeschieden. Mit diesen fundierten Einblicken in die faszinierende Welt der Lebergesundheit beenden wir unser heutiges Video. Du hast Appetit auf weitere Erkenntnisse? Dann sieh dich auf unserem Kanal um, denn dort erwartet dich eine Fülle von lehrreichen und motivierenden Videos. Klicke auch auf Abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und keine unserer aufregenden Entdeckungen zu übersehen. Deine Meinung ist uns auch sehr wichtig. Teile deine Gedanken und Ansichten zu dem Thema Leberreinigung hier unten in den Kommentaren und werde ein geschätztes Mitglied unserer stetig wachsenden Community. Ein herzliches Dankeschön für deine Begleitung heute und wir hoffen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!